Innerhalb eines Monats hat der DAX knapp 10% zulegen können. Gute Unternehmensdaten, aber eben auch Notenbanken in den USA und Europa haben für den nötigen Rückenwind gesorgt. Aber wie sieht es jetzt aktuell aus? Hat der DAX noch genug Puste, um auch in den Sommermonaten weiter zulegen zu können? Das möchte ich nun mit einem Charttechniker klären. Ingmar Königshofen von börsedaily.de ist heute bei uns. Herzlich willkommen. Ja, wie sieht das Bild beim DAX charttechnisch aus? Haben wir die Hoffnung auf weitere Kursgewinne? Ja, hallo erstmal Frau Frey. Also unsere Meinung ist momentan zweigeteilt. Auf der einen Seite sieht das Chartbild natürlich sehr, sehr gut aus. Wir sehen das hier an dem Chartverlauf, der neben uns dargestellt ist. Wir sehen, dass der DAX in einem langfristigen Aufwärtstrend verharrt und zuletzt an dieser Stelle den Aufwärtstrend wie auch die 200-Tage-Linie, Durchschnittslinie nach oben verteidigen konnte und in der Folge sogar diesen kurzfristigen Abwärtstrend nach oben durchbrochen hat. Das sieht charttechnisch also sehr, sehr gut aus. Wir gehen schon davon aus, dass wir jetzt die alten Allzeithochs wiedersehen. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass jetzt eine saisonal sehr, sehr schwierige Phase beginnt. Das heißt, gerade der August und der September, das sind durchschnittlich die schlechtesten Börsenmonate des Jahres. Von daher können wir uns sehr gut vorstellen, dass wir jetzt eben zum Allzeithoch nochmal ansteigen bis Anfang August, dann aber eher bis Ende September seitwärts laufen oder sogar abfallen werden und dann nochmal deutlich bessere Einstiegskurse sehen werden. Wer jetzt noch nicht investiert ist, da hätte ich zwei Strategien im Endeffekt. Entweder man wartet jetzt bis Ende September und schaut einfach mal, was die nächsten beiden Monate passiert, sucht dann eben diese günstigeren Einstiegskurse, wenn sie kommen sollten, oder eben, wenn wir zu diesem Allzeithoch ansteigen, dann genau auf den DAX achten, sollte er dort abprallen und keine Dynamik aufkommen, dann auch mal eine kurzfristige Short-Position eingehen. Hört sich eigentlich ganz optimistisch an. Wie sieht es denn beim ATX aus, also sprich beim österreichischen Aktienindex? Der ist in den letzten Wochen eigentlich auch schön angestiegen. Ist da das Chartbild auch noch so optimistisch? Nee, ganz im Gegenteil. Der ist zwar in den letzten Tagen wieder angestiegen, das stimmt. Wenn wir uns aber längerfristig anschauen, dann sehen wir wunderbar, dass dieser langfristige Aufwärtstrend Anfang Juni nach unten durchbrochen wurde. Und diese Gegenreaktion, die Sie jetzt gerade angesprochen haben, das ist im Endeffekt nur eine Pullback-Reaktion an diesen verlassenen Aufwärtstrend. Und wir sehen hier einen sogenannten Kreuzwiderstand. Wir sehen, dass der Aufwärtstrend dort verläuft. Wir sehen, dass eine horizontale Widerstandslinie dort verläuft und die 200-Tage-Linie. Das heißt, wir gehen jetzt davon aus, dass wir in den nächsten Tagen wieder nach unten abprallen werden und eher Richtung diesem Tief bei 2170 Punkten und später Richtung 2000 Punkten laufen werden. Also wenn man sich das Ganze auch mal im Vergleich zum DAX anschaut, der DAX hat dieses Jahr schon plus 8% gemacht, der ATX minus 4%, also ein deutlicher Underperformer gegenüber dem DAX. Von daher gehen wir auch jetzt auch davon aus, dass der ATX eben nach unten abprallen wird und hier wäre eine sehr, sehr gute Short-Chance momentan gegeben. Den Schweizer Index, den SMI, haben unsere Anleger auch immer im Blick, auch sehr spannend. Wie ist Ihre Prognose, was die Charttechnik betrifft? Also der SMI ist dieses Jahr schon sehr gut gelaufen, sogar besser als der DAX mit ca. plus 13%. Allerdings können wir hier sehr gut erkennen, das habe ich hier mit einem Pfeil markiert, dass wir eine langfristige Abwärtstrendlinie haben und die obere Aufwärtstrendkanallinie genau angetestet wurden. Auch hier liegt ein sogenannter Kreuzwiderstand vor. Dort ist der Markt nach unten abgeprallt und wir gehen eben davon aus, dass dieser Aufwärtstrend in den kommenden Tagen und Wochen, gerade im Hinblick auf die saisonale Schwäche, die jetzt anstehen sollte, nach unten verlassen wird und wir deutlich tiefere Kurse eher in Richtung 7000 Punkten sehen werden. Welche Produkte raten Sie den Anlegern zu kaufen, wenn sie sich mit dem Thema Charttechnik auseinandersetzen? Sollte man dann eher kurzfristig agieren oder ist das eher ein langfristiges Thema? Also es kommt natürlich auf den Anlagehorizont drauf an, ganz klar. Wer jetzt eine kurzfristige Chance sieht, also genau was ich gerade gezeigt habe im SMI und im ATX, der kann natürlich mal ein sogenanntes Hebelprodukt wählen, zum Beispiel ein Knockout-Zertifikat, hat dort natürlich ein erhöhtes Risiko. Das heißt, das Produkt kann während der Laufzeit auch ausknocken, man hat einen Totalverlust. Allerdings sind die Produkte sehr transparent. Das heißt, wenn wir zum Beispiel einen Hebel von 5 haben, dann bedeutet das, fällt der Index 1%, gewinnt mein Produkt 5%, wenn ich ein Shorthebel-Zertifikat zum Beispiel habe. Wer jetzt nicht unbedingt Zeit hat, jeden Tag auf die Märkte zu schauen, der sollte vielleicht gerade von solchen Produkten Abstand nehmen und eher Anlagezertifikate nutzen, wie Bonuszertifikate, Discount und so weiter. Auf jeden Fall, für jeden Anlegertyp ist das dabei. Ja, wenn man sich den Chart angeschaut hat, waren das in erster Linie langfristige Charts. Heißt das jetzt für den Anleger, er muss auch nur einmal in der Woche ins Depot schauen oder muss man da auch in den Sommermonaten immer dranbleiben?
Also normalerweise macht man es natürlich so, dass man sich den langfristigen Chart anschaut und dann immer kürzere Zeitfenster dann eben betrachtet, um eben ein Gesamtbild zu bekommen. Was man auf keinen Fall machen sollte, ist einfach zu sagen, ich kaufe jetzt mal ein paar Produkte und lasse sie einfach mal monatelang liegen. Man sollte schon immer einen Blick auf die Börse haben. Allerdings kommt es natürlich darauf an, welche Produkte man handelt. Handelt man ein Anlagezertifikat, dann reicht es vielleicht auch mal, nur einmal die Woche auf den Markt zu gucken oder einmal am Tag. Wenn ich natürlich hochspekulative Turbos handle, also Knockout-Produkte mit einem Hebel von 50 oder 100, was es durchaus gibt im Markt, dann sollte ich natürlich permanent am Platz sitzen auch und diese Produkte beobachten und dann eben gegebenenfalls reagieren, sollte eine wichtige Marke gerissen werden. Soweit der Charttechniker Ingmar Königshofen mit aktuellen Einschätzungen zum DAX, zum ATX und zum SMI und das mit durchaus unterschiedlichen Faziten. Herzlichen Dank fürs Gespräch und die vielen Informationen. Danke auch.